Vergewaltigung. Sie wollte immer so viel werden. Sie konnte es nicht werden. Sie wurde durch ihre Vergewaltigung umgebracht. Sie lag in ihrem Bett, jede Nacht wach, hat sich viele Freunde erträumt. Dies hat sie versäumt, hat immer allein geweint. Sie konnte es nie glauben. Warum ich? Warum nur ich? Sie gab sich die Schuld ihrer vielen Gefühle. Lief so oft vor die Wand. Sie wurde durch diese Vergewaltigung einfach nur verbrannt. Sie verlor den Glauben an die Menschen, verlor den Glauben an sich und Gott. Und so geschah es. Sie wurde nun mal 20 Jahre und verlor ihr Leben, wofür sie immer so viel gegeben. Sie wollte endlich fliegen, dorthin, wo man sie mag, liebt und sie umarmt. Sie stand an der Brücke, sie ging auf die Brücke und stürzte. Sie konnte fliegen, sie flog in die falsche Richtung, sie landete ins Tiefe. Vielleicht lebt sie jetzt dort, wo man sie sieht und beachtet. Sandra hat es allein nicht geschafft, aus ihren Tränen der Gefühle, der Angst vorm Alleinleben. Sie wusste immer, dass sie nicht die Einzigste ist mit diesen Gefühlen. Sie war aber damit immer alleine, und so flog und starb sie alleine.